Herr Professor Gallwitz, 6,7 Millionen Diabetiker stehen ca. 1100 Schwerpunktpraxen gegenüber. Allein die Zahlen deuten auf ein gewisses Problem hin. Wie ist die Versorgung künftig überhaupt zu sichern? Also wir haben ein Versorgungsproblem, das in der Zukunft sich sicher zuspitzt. Zum einen haben wir viel zu wenig niedergelassene Diabetologen in Schwerpunktpraxen. Wir brauchen da mehr als diese 1100 Praxen und wir brauchen auch mehr stationäre Einrichtungen. Ein zweites Problem ist, es sind 2/3 der Kollegen über 50 bzw. 60 Jahre. Das mittlere Alter liegt bei 55. Und wir müssen sozusagen Diabetologie attraktiv machen, um mehr Nachwuchs zu haben. Da die Ausbildung auch derzeit noch im Krankenhaus sehr stark stattfindet, in der Weiterbildung für die Teilgebiete der inneren Medizin, müssen wir hier auch wieder mehr Lehrstühle und mehr Abteilungen haben, die Ausbildung machen können. Wir müssen das fachattraktiv machen. Ein erster Schritt ist, dass wir hier auf dem Kongress jetzt schon seit einigen Malen Reisestipendien für Nachwuchskollegen und Nachwuchswissenschaftler bieten, das sehr attraktiv ist. Wir haben, wenn Sie sich in der Tomorrow Lounge umsehen, dort sehr viele Aktivitäten für die Studenten und für den Nachwuchs und hoffen, dass wir das weiterhin sozusagen machen können und hiermit eine junge Generation für die Diabetologie interessieren können. Sie sagen ja selbst, das Fach ist eigentlich attraktiv und sagen zugleich, wir müssen das Fach attraktiver machen. Kleiner Widerspruch da drin, aber verständlich. Was kann man tun? Das ist ja auch eine finanzielle Frage. Es ist sicher auch eine finanzielle Frage, weil derzeit im Fallkostenpauschalensystem das sicher seine Berechtigung hat, die invasiven Leistungen besser vergütet werden. Das sind also stark standardisierte medizinische Leistungen, bei denen Eingriffe vor allem operativer Art vorgenommen werden. Und die sprechende Medizin bei chronisch kranken Patienten, die häufig ja auch mehrere Erkrankungen gleichzeitig haben, deren Behandlung wird nicht ausreichend abgedeckt. Wir haben ein Projekt aufgelegt, wo wir als Fachgesellschaft zusammen mit einem externen Firma versuchen, eben mit dem INEC, also dem Institut, das die Fallkostenpauschalen mit festlegt, in einem kontinuierlichen Dialog zu sein, um hier Verbesserungen für unser Fach zu erzielen. Was steht in dem Strategiepapier Diabetologie 2025? Das Diabetologie-Strategiepapier 2025 ist zusammen mit den anderen Berufs- und Fachverbänden im Diabetes einschließlich der Patientenselbsthilfe entstanden. Das freut mich sehr, dass wir hier alle an einem Strang ziehen. Und es hat 10 Handlungsfelder, die sozusagen eine Zustandsbeschreibung, eine kurze sind, daraus Probleme und Defizite definieren und Forderungen stellen an die Politik. Und die 10 Handlungsfelder sind einmal natürlich Diabetesprävention. Die beste Diabeteserkrankung ist immer die, die nicht ausbricht. Ein wichtiges, aber mehr gesundheitspolitisches und gesamtgesellschaftliches Thema als nur ein rein ärztliches. Dann haben wir das Thema Patienteninformation und Patientenselbsthilfe, haben das Thema Versorgungsstrukturen und Vernetzung, haben sozusagen auch die Zertifizierung der einzelnen Berufsgruppen auf der Agenda. Diabetesregister, was wir brauchen und in Deutschland nicht haben, um einfach besser steuern zu können. Digitalisierung als ganz, ganz wichtige neue Entwicklung, der wir uns stellen müssen, auch Rahmenbedingungen definieren müssen. Nachwuchs, Weiterbildung, Grundlagenforschung, das sind die wichtigen Themen. Eine ganze Menge Aufgaben und Sie wollen sich bis 2025 damit Zeit lassen? Nein, wir lassen uns nicht damit Zeit. Wir haben regelmäßige Treffen und Sie werden heute Nachmittag auch auf einem Symposium hören können, wo wir im Moment stehen und was wir sozusagen bislang gemacht haben. Und es ist natürlich auch immer mal so, dass eines der Handlungsfelder mehr in den Blickpunkt gerät und hier auch dringender und
schneller Dinge bewegt werden müssen als in anderen. Aber das ist sozusagen unser Themenspeicher für die nächsten 10 Jahre. Vielen Dank.